Ja, Klausi, lass einen doch mal ein bisschen kacken, Alter. Was ist denn los mit dir? Na, ihr Süßis, wir haben September, da haben sie irgendwie 30% Rabatt. Ich dachte, ich schreibe es mal in den Titel. Ich komme übrigens aus der Zukunft, man sieht es an meinem T-Shirt. Hab ich mir bestellt. Wer die Story nicht mitgekriegt hat, Wacken ist ja dieses Jahr ein bisschen untergegangen. Die kommen dann auf meine Kutte. Ich werde mir demnächst eine Kutte besorgen, also einfach so eine Jeans, naja, so ein Überwurfjacke-Dings. Da kommen meine ganzen Patches von Wacken drauf und noch ein paar andere von Bands und so natürlich. Und da werde ich das mit draufnähen. Oder beziehungsweise Lexi wird das mit draufnähen. Ne? Ich bin ja nicht so der Experte, was Nähen angeht. Was steht da hinten für ein süßes weißes Ding? Das ist Gamdias. Es ist vor allen Dingen riesig. Das ist wieder so ein Aquarium. Man drückt hier oben auf den Knopf. Dann ist hier oben so ein Zipfel. Das ist cool. Hier ist eine Schraube. Ich schätze mal, dann kann man es auch aufklappen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Nee, ist mit so Nippeln. Boah, scheiße. Jetzt habe ich hier was angefangen. Mit Nippel immer gut. Muss nur eben das Case hier wieder zumachen. Mit den Nippeln. Boah, jetzt erstmal das Loch treffen hier. So. Sie müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen. Ja. Jetzt Nippel und dann kann man die Schraube wieder drauf machen. Reicht für 7800X3D eine 240 mm AIO? Ja, 360er wäre schöner. 240 reicht aber für den reinen Gaming-Betrieb. Zumindest Giveaway eventuell. Hör mal auf, mir die Sachen aus der Nase zu ziehen, du Sack. Verlosen. Ach, ich verlos doch kein gebrauchtes Gehäuse. Wie bist du denn drauf? Mit Autogramm. Autogramm könnte auch so haben. Shakun blödelt, was Kabelmanagement angeht, bei den günstigen Gehäusen auch immer noch so rum. Das finde ich schade. Ist das so schwer, dann ein perforiertes Blech reinzumachen, dass man ja mehr Platz hat. Also, be quiet, wenn es im Angebot ist, bekommst du auch für den Kurs. Ja, das Hässliche da. Wie heißt das denn jetzt gleich? Das mit dem Rallye-Streifen in der Mitte. Meine Fresse, mir fällt. Oh, gerade erst aufgestanden. Mir fällt der Name nicht ein, ne? Ha, da haben sie aber auch hart übertrieben mit dem Bild, ne? Wie groß soll die Grafikkarte sein? Ja. Vielen Dank für deinen Sub. Sub. Und Miroslav Klose. Community-Treffen auf Wacken, habe ich nichts gegen. Können wir gerne machen. Können wir auch ein Metbier trinken oder so. Das ist mir völlig egal. Ich bin da meistens eh rotzevoll. Also das ist wurscht. 3K Com-Treffen, 5K Gaming-System zur Verlosung. Ich schwöre dir, wenn auf Wacken 3000 Leute sind, um mich zu treffen, dann nehme ich einen 5K PC mit. Das ist nicht das Problem. Den verlose ich dann auch. Mein Sohn macht das sauber, der hat kleine Hände. Ich glaube, die das Gehäuse hier gebaut haben, haben auch kleine Hände. Gulasch, kein Antivirenprogramm benutzen. Windows Defender reicht dicke. Das Problem sitzt auch meistens vor dem Rechner. Also wenn du jetzt nicht bei jeder E-Mail auf den Anhang klickst, passiert dir eigentlich auch nichts. Immer diese VIP hier. Wir kommen ja nicht wegen VIP. Nein, aber es gibt halt Leute, die sind wirklich so oft dabei, da kann man sowas mal raushauen. Und Klausi, der ist schon ziemlich lange dabei. Also der hat schon meine Videos kommentiert, da war ich noch ein kleiner Furz. Bin ja immer noch ein kleiner Furz auf YouTube, aber da war ich so ein richtig kleiner Furz. Da hat sich niemals mehr das Poloch bewegt. Also, ne? Und ich war immer der Techniker. Ich war immer der Drohnen und so weiter, diesen ganzen Scheiß gemacht hat. Die anderen waren immer voll so auf Kämpfen und so ein Scheiß. Und ich hockte immer irgendwo im Gebüsch, hab so mein Technikzeug gemacht. Das war cool. Joseph Seed. Joseph fucking Seed. John Wick, ja, das ist genau. Es ist John. Ja, Papa Raute, es ist John Wick. Ist das Staub oder ist das so gewollt? Oh. Ich glaube, ich muss ihn mal wieder sauber machen. Ich wäre ja für Vollzeit-Streamer. Ja, dafür müssen noch ein paar Abos mehr reinfliegen. Dann kann man sich das überlegen. Wann kommt dein Gehäuse raus? PC-Check-Edition? Ah, das dauert noch. Ultra Silent Fan. Ja, das schreiben sie alle. Also, sagen wir mal so: Ich bestelle jetzt diesen PC für 2500, kriege so ein Bild gezeigt und so eine Artikelbeschreibung, habe dann aber eine Enamax drin. Dann ist das schon fast vorsätzlicher Betrug. Aber. Will ich jetzt nicht beurteilen, hast du jetzt gesagt? Weiß ich nicht. Motherboard. Ist jetzt kein schlechtes Board, aber gehört halt nicht hier rein. Bei 2500. Boah, ich war jetzt mal auf dem Hightech-Discord, ne? Hightech, also wenn du auf deren Discord etwas schreibst, was denen nicht passt, und wenn es wirklich konstruktive Kritik ist, es muss gar nicht an den Produkten sein, nur deine Meinung ist anders. Du hast eine andere Meinung zu einer Maus und sagst, ich finde, dass die so und so ist. Wird sofort gelöscht. Der NHD15 wiegt 1320 Gramm. Ja, der Assassin 4 wiegt mehr. 1575 Gramm. Scheiß auf Noctua. Hab ich Déjà-vu? Ja, du wirst alt, Klausi. Ich bin in Wirklichkeit gar nicht online. Das denkst du jetzt nur. Was ist los? Ich würde auch noch gern ein bisschen Zeit von dir haben.
Ach so, ja, die will auch noch Zeit haben. Was heißt hier die? Aber guckt euch mal das T-Shirt an, ist das nicht cool? Es gibt jemanden, der heißt Ballatz, der baut für viele Creator PCs und verlangt 700 Euro Aufpreis. Der könnte von MIFCOM sein. Es gibt auch einen, der heißt Bastelnerd, der nimmt auch 700 Euro. Ach, lassen wir das. Dark Mode, habt ihr einen Sag mal, bist du heute aufmerksamkeitsbedürftig? Ja. Sie läuft raus, geht ins Bad, kommt wieder her. Ich habe mir die Haare geföhnt. Ja, habe ich gar nicht gehört. Hast du die trocken gepustet oder was? Nein, ich habe sie trocken geföhnt. Willst du auch lange Haare bekommen? Yeah. Boah, jetzt mache ich hier diesen typischen Move. Boah, das... Gott. Ja. Also ich streame jetzt ungefähr 2-3 Stunden. Bleibst du lange hier, ne? Dann gibt's kein Essen. Ein Gaming-Stuhl mit Massagefunktion. Ja. So, liebe Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, OnlyFans PC-Check, genau. Gib mir eine Genickschelle. Nein, tut sie nicht. Das hat er sich gekauft. Das ist Monopoly Gamer Edition Overwatch. Diva da unten, Mercy. Hier oben, andere Seite, Reaper. Tracer, Lucio und Winston. Woher weiß denn die warme Luft, dass sie nach oben muss? Hast du schon mal gepupst? So. Was sind aktuell deiner Meinung nach die bestaussehenden Lüfter? Nach meinem Geschmack, Lian Li. Falls ihr das Auto mal auf der Autobahn seht, guckt mal, ob hinten ein Overwatch-Aufkleber und ein PC-Check-Aufkleber drauf ist. Dann bin ich das. Könnt ihr mal winken. Ey, wisst ihr, was mich interessieren würde? Gibt es PCI Express USB-Karten? Wie süß, hier gibt es eine Erweiterungskarte mit einmal USB-C. Okay. Ja, die ist es. Alter, 47,60 Euro haben die einen Arsch auf. Erste Generation, 2021 dann wahrscheinlich, ne? Das hier? Das sieht genauso aus wie die Käsereibe von Hyde. Naja, nicht ganz. 2000D, jetzt muss ich hier wieder tippen, Alter. Schick doch links rein. Das sieht aus wie eine feinere Käseraspel. Damit machen wir jetzt Parmesan mit dem Ding. Sieht eher wie ein Backofen aus. Ja, oder eine Mikrowelle. Oder ein Toaster. Ein ziemlich großer Toaster, aber wie ein Toaster. Wieder da, Frau hatte gerufen, da musste ich springen. Matcha Green. Das sieht schon eklig aus. Da haben sie sich aber was bei gedacht, ne? Grün ist doch Öko, ja, Salatfarbe. Ach, das Display muss man als Kit dazukommen. Was kostet das Display? Kannst du mir das gerade sagen? Was? Bruder, da kriegst du ein ganzes Gehäuse für. Für das kleine Fummel-Display 122 Euro. Wer lässt denn die Scheiße einfallen? Ah, ja, das ist aber... schwierig. Die Dinger sind mega. Hier, die Profile, die Leute malen hier Profile. Ihr könnt so vielen geilen Scheiß. Hier, sowas hatte ich. So sah das bei mir aus. Das ist meins. Das ist noch drin. Hier, Nash Army TV. Das bin ich, Nash. Jetzt kommt die Freude des kleinen Kindes wieder durch. Ja, weil man hat daran rumgebastelt. Du musst die Logos ja runterladen, musst die in die entsprechende Größe konvertieren, die da einpflegen. Auch hier dieses RAM-Symbol und Temperatursymbol und Lüfter. Das habe ich ja alles von Hand so drag and drop und dann gespeichert und ausgerichtet und so. Aber hier mit diesem Silberstreif kriege ich es jetzt richtig so. Oh. Auch schon voll gedubbt. Die könnte ich eigentlich mal testen. Könnte ich ein Video drüber machen. Ja, Daniel, ja, ob der bereit ist, mir seine 77er zu schicken, dass ich einen Vergleich habe, das wäre cool. Das mache ich. Warte mal. Ey, du Lümmel. Frage. Ich habe hier die A750. Ich wollte jetzt demnächst mal dann ein Video machen. Kam gerade die Idee im Livestream-Chat. Video über die FPS-Werte machen mit dem 12.700K. Könntest du mir deine A770 schicken zu Testzwecken, dass ich sie dir dann wieder zurückschicke, dass ich einen Vergleich zwischen den beiden Karten hab. Einen Moment. Daniel! Daniel hat gesagt, die A770 hat er nicht mehr. Die war nur geliehen von Notebooks billiger. Also, die geht jetzt nicht kaputt, aber Alter. Ich mach gleich kurz Pause. Ich komm mit Essen. Den zeige ich. Ja, 360er bekommst du ins Case mit rein. Deswegen müssen wir überlegen, ob wir ein anderes Case nehmen. Lexi hat mir gerade einen selbstgemachten Döner gebracht. Selbstgemacht sieht lecker aus. Mega. Guten Appetit, ich auch haben will, guten Hunger. Geil, komm mal vorbei, gönn dir. Oha, will auch. Boah, voll lecker, sehr geil. Jetzt macht er mir die Nase lang. Nehme ich auch, gefährdet. Boah, der riecht auch gut. Wenn ich mit PayPal bezahlen kann, kaufe ich mir die gleich. Leute, gleich mal eben über 300 Euro ärmer. Ich setze das ab, Carsten. Ist ja für Content. Einnahmenüberschussrechnung. Das sind dann 350 Euro weniger, die ich versteuern muss. Danke an eure Subs übrigens. Come on, guckt euch das mal an. Die sieht einfach gut aus. Und jetzt danke. Ganz ernst. Es ist so eine fucking schöne Karte. Wir brauchen doch nicht diesen Klimbim mit irgendwelchen Bäh drauf. Das Aero-Cool-Gehäuse, boah, weiß ich nicht. Ah.
Wisst ihr, was das für ein Mainboard ist? Also, dass es erstmal hauptsächlich ein Office-Mainboard ist, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber das ist so ein Mainboard, das würde Hightech ultra gerne in großen Stückzahlen in den 3000-Euro-PCs sehen. Die Pumpen von denen sind extrem laut und brummen. Okay, das Gehäuse stinkt und die Wasserkühlung brummt. Perfekt. Das Gehäuse da hinten, das hat ein Mod von mir besorgt. Gamdias hat gesagt, jo, wir schicken dir das Gehäuse. Und in einem Gehäuse, wo 10 Lüfter reinpassen, einen. Danke an Shakun, die mir jetzt 10 Lüfter schicken, die ich da verbauen kann. Grüße gehen raus an der Stelle an André. Boah, Hardware-Rat, Alter, nimm dieses Board da raus. Ich weiß, es ist nur ein 800-Euro-System, man nimm dieses scheiß Board da raus. Die Xeria G2 1TB. Was hat dich denn bei der SSD geritten, Alter? Allein die Fury Renegade im September letzten Jahres bei 231 Euro im 2TB-Bereich, heute 109 Euro. Wahnsinn, wie die einfach blablabla. Wir wollen dafür aber ein Unboxing sehen. Ja, sollt ihr kriegen. Mach ich. Kein Problem. Ich mit meiner 3080 und dem 13.6er da drin, weißt du? 1200 Watt. Wahrscheinlich läuft das sowieso dann, ist ein Platinum-Netzteil. Aber es läuft wahrscheinlich sowieso dann ineffizient as fuck, weil das irgendwo bei 300 Watt oder so rumdümpelt. Du sagst denen, du leckst das auch an für die. Ja, genau. Ich leck an Hardware. Ich heiße ja auch Senshi. 3 Liter Jägermeister kostet nur 62 Euro. Also du kannst dich für diese 61 Euro auf jeden Fall 6-mal vollschütten mit dem Zeug. Wenn du einen halben Liter Jägermeister kippst, ist der Abend für dich gelaufen. Wie kann man so doof sein, ins Stream reinkommen? Erste Nachricht ist genau das. Alter, mach dir ein bisschen mehr Mühe, wenn du Fremdwerbung machst und nicht so obvious. Und 3-Tage-Stream interessiert auch keinen. Das habe ich auch schon gemacht früher, wo ich jung war und knackig und die Nächte noch durchgefeiert habe. Vor allen Dingen, wo Nash noch jung war. Ah, das sind 2 Dreierpacks, ich sehe schon. Du hast, vergiss die Frage, du willst Vollbestückung. Alles gut. Ich bin wieder Brain AFK. 2 Lüfter Ayo um Decke, Front neu hinten. Ja, ja, okay, ja. Ja, ja. Rain, ich habe die 2 hier nicht gesehen, Alter. Lass mich. Von wem war die? Von wem war die? Ich habe eine Frage, warum kannst du in QHD streamen? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe es in OBS so eingestellt und es funktioniert. So. Aber, wir hören jetzt auf. Ich will jetzt gleich noch ein bisschen Overwatch zocken oder so. Tschüss.